Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Es geht wieder weiter, aktuell noch in Kakariko. Hier hatten wir jetzt erstmal soweit alles wieder durch. Wir können aber alternativ mal noch in den Brunnen gehen. Können wir halt nicht ganz so viel machen. Ich würde es glaube ich trotzdem mal tun. Und gucken einfach mal, was wir holen können. Und ich hoffe mal auf ein positives Ergebnis. Ansonsten geht es nämlich weiter über die Overworld. Kühe suchen. Ja. Ihr wisst ja, dass wir jetzt anhand oder mit Eponas Lied. Okay. Metroid Prime. Oh, passt irgendwie. Ja, mit Eponas Lied die Kühe abklappern können und schön Items sammeln können. Ich habe übrigens die Skulltees nochmal erhöht. Ich habe nochmal nachgeschaut. Die liebe Lady Makoros hatte recht. In der Hinsicht, dass... jetzt machen wir keine Schaden wieder, ne? Dass wir die eine Skulltee vergessen haben zu tracken. So. Wir sehen auf jeden Fall viele, viele Schatzkisten erstmal. Okay, die Musik hat irgendwie was. Ist diesmal nicht ganz so unheimlich. So, bin mal gespannt, was wir hier finden und wie weit wir kommen. So, erstmal eine schöne Schatzkiste. Let's go. 20 Rubine für Majora's Mask. Majora's Mask können wir jetzt theoretisch auch mal wieder... ein paar Sachen machen. So, warte mal, wie waren das hier? Es gibt ganz viele kleine Schatzkisten. Geht's hier durch? Ja. Die Frage ist, ich habe eher semi-Bock, jetzt irgendwo runterzufallen. Einen Schlüssel haben wir auch. Naja. Hat gut geklappt mit dem Semi-Bock. Wir haben aber ein Schwert mittlerweile. Das ist schon mal ganz nett, denke ich. Warte mal, den machen wir kurz fertig. Das ist ein One-Hit. Wie gut. So, was haben wir denn hier am Ende? Da ist einfach nur eine Bombe. Das ist jetzt... brauchen wir erstmal nicht. So, wir können hier die Dinger einsammeln. Wir dürfen halt nicht vergessen, wir sind echt schwach. Und haben halt auch keine Flaschen und nichts. Itemmäßig sind wir in Ocarina of Time aber schon ganz gut besetzt, denke ich. So, guck mal da oben. Da liegt auf jeden Fall ein Lied. Ein Schlüssel und Faroris Wind. So potenziell erstmal ein paar gute Items. Das heißt, da sollten wir uns an der Stelle auf jeden Fall mal droppen lassen. Ich weiß nur gerade nicht, wo waren das an der Stelle. Mal gucken. So, was haben wir hier? Mit dem Hammer geht das so gut, ne? I love it. Ist auch gar nichts. Und da hinten erwartet uns dann die Zombie-Brigade noch. Yay. Oh. Hier steht ja nur einer. Gott sei Dank. Aber eine schöne Schatzkiste. Let's go. Komm. Schade. Okay, oben gibt es aber auf jeden Fall ein bisschen was zu holen. Vor allem ein Lied. Ich freue mich auf ein Lied. Ich hoffe, es ist was Brauchbares. Ja gut, es ist was für Majora's Mask. Aktuell wäre mir die Ocarina erstmal am liebsten, weil dann könnten wir auch die Zeit verlangsamen. Ne? Naja. Schauen wir erstmal. So, dann haben wir hier erstmal alle Rupees eingesammelt und die Tür geht auf. Okay. Und dann geht's wieder zu. Man freut sich. Okay, also dann, ich glaube hier direkt gibt es auch irgendwo eine Wand. Perfekt. Auch nur Geld. Ich weiß halt auch nicht, ob ich jetzt alle Orte aufgesucht bekomme. Ohne Auge der Wahrheit. Okay, Herzteil für Majora's Mask.
Hier Raubschleim. So, war hier nicht auch ein Loch? Ja, aber das Falsche. Ja, wäre schon cool, wenn man da oben irgendwie dran kommt. Wo war denn das Loch dafür? I don't know. Dann wie die einfach instant wieder spawnen, ne? Naja, egal. Ah, meint er, wir kriegen hier was Gutes? Ich meine, was für ein Item sucht man denn eigentlich aktuell? Theoretisch ein Schild. Dann könnte man nämlich in den Deku bauen. Halt theoretisch. Okay, wir könnten hier lang, aber da brauchen wir, glaube ich, zwei Schlüssel für. Hier brauchen wir das Wiegenlied. Vielen Dank für nix. So. Da ist auf jeden Fall eine Schatzkiste. Fabelhaft. Wahnsinn, 5 Rubine. So, hier ist jetzt aber auch wieder... Ne, das war auch wieder das falsche Loch. Das Loch, was ich suche... Ich glaube, da muss ich wieder in den Gang in die Mitte, ne? Oh Gott. Ich glaube ja. Ja, super. Hast du super gemacht. Der Unterschied einfach, wenn du normal schlägst und wenn du eine Sprungattacke machst, ne? 4 Schläge gegen 1. Wahnsinn. Okay, wir gehen mal in die Mitte. Wir könnten theoretisch da auch einen Schlüssel usen. Ich glaube, eigentlich wäre es am brauchbarsten, wenn ich den Schlüssel ganz hinten benutze, da wo man durchschwimmen kann. Ich weiß nur nicht, ob man da durchkommt jetzt. So, ich glaube hier. Genau. Okay. Wir haben sogar... Nee, ein Schlüssel. GTG ist... Ganon's Tower. Glaube ich, ne? Ah, ne, Gerudo Trainings. Irgendwas. I don't know. Und Faroris Wind für Ocarina of Time. Also man findet die sowohl auch in Ocarina of Time als auch in Majora's Mask, wenn es die Majora's Mask gibt. Ach, okay. Minuet of the Forest. Ach, das ist Ocarina of Time. Ich hätte jetzt gedacht, das ist Majora's Mask. Cool. Man kann sich ja, glaube ich, auch direkt aus Majora's Mask mit der Minuet of Forest hierher porten, ne? Das geht, glaube ich, auch. Ja, es ist mal gut. Da können wir uns ein bisschen porten. Warte. Zack. Fabelhaft. Und die Fee müssen wir nicht einsammeln. Dann sind wir hier unten auf jeden Fall schon mal fertig. Ist doch schon mal nicht schlecht. So, Tschüssikowski, mein Freund. Und ich glaube, wir müssen mal gucken, wie viel wir noch erreichen können. Wir haben halt Zeldas Wiegenlied noch nicht. Dann könnten wir hier fast alles machen. Also alles bis auf da, wo wir halt mit den Schlüsseln noch nicht hinkommen. Ansonsten sehe es auf jeden Fall gut aus. So, warte mal. Hier zum Beispiel, ne? Hier komme ich auch durch, guck mal. Unten die Schatzkiste kann ich mir zwar nicht holen, aber ich kann hier durchtauchen. Und das bedeutet, ich kann mir hier drüben auf jeden Fall die Sarkophage holen. Da müsste auch einiges an Items drin sein, die gerandomized sind. Juhu. Ja, fabelhaft. Denn freistehende Dinger, Rubine, sind ja gerandomized. Dementsprechend sollte es hier ein bisschen was geben. Shit. Fledermäuse sind da.
am unbrauchbarsten. Da war jetzt gar nichts drin, oder wie? Toll. Danke for nothing. Die Musik. Ist auch Metroid Prime, ne? So, Wahnsinn. Aber müsste es hier nicht auch eine Skulti geben, eigentlich? Bin ich jetzt falsch? Aktuell bin ich sowieso ein bisschen verwirrt wegen dem Gold Quest Run. Da war ja vieles anders, sag ich mal. Oh shit. Ist die Position wieder richtig geil. Sehr schön. So, hier ist wieder gar nichts drin. Hä, was ist denn da los? Nur Nieten hier. So, da haben wir wieder Fledermäuse. Wieder nur Herzen. Hä? Ja, Wahnsinn, hier ist ja mal gar nichts drin. Hier war nur ein Rubin, hier war wieder nix. Gibt's da noch was, wenn ich alles angezündet habe? Nee, ne? Aber normalerweise ist in einem, glaube ich, ein Schlüssel drin. Normalerweise. So, hier war gar nichts drin. Das war ja ein absoluter Kackraum. Also ich glaube, das, was ich eigentlich gesucht habe, wurde weggerandomized und durch einen Rubin ersetzt. Oder durch ein Herz. Okay, das war ja schon mal gar nichts. Ja. Bisher war jetzt die Ausbeute nicht ganz so geil, ne? Okay, was können wir noch machen? Also, aua, wir können ja hier wieder rein. Geht's hier nicht irgendwo rein? Hier geht's doch rein. So. Wo ist der Schatten hin? Wenn ich anvisiere, geht der Schatten weg? Okay, hier kann ich drauf latschen. Das ist doch schon mal schön. Yo, geil. Boah, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Der Fisch. Ah, nee, das ist nur der Fisch. Das ist kein... Das ist keine Flasche, ne? Ich habe nur einen Fisch bekommen. Mann. So, warte mal. Und diese Schatzkiste hier, da komme ich doch von hier ran irgendwo, oder? Genau. Genau. Okay, und toll. Wow, der Brunnen ist ja bis jetzt super ergiebig. Wunderbar. Ach, so ein Scheiß. Mann. Okay, ich würde sagen, also wir haben jetzt hier noch eine Schildtür. Drüben können wir einfach so rein? Nee. Okay, wir gehen einfach mal hier rein. Da gibt es eine schöne Skulti, die ich nicht holen kann. Wahnsinn. War eine scheiß Entscheidung. Wir gucken zumindest mal, was es hier geben würde. Ja, okay, 50 Rubine. Die ich mir halt nicht holen kann, weil ich kein Item habe, womit ich ranziehen kann. Ja. Okay. Dann sind wir hier durch. Mehr kann ich erstmal nicht machen im Brunnen. Aber wisst ihr was? Ich probiere mal den Minuet of Forest aus. Gucken mal, was passiert. Vielleicht bringen die mich auch an verschiedene Orte. A, hoch, links, rechts, links, rechts. Na, vielleicht ist das ja auch gerandomized. Ich glaube, wenn die Noten so umgedreht sind, haben die vielleicht anderen Teleporteffekt. Das war, glaube ich, beim letzten Mal auch so, oder? Warte, los. Nee, okay. Das passt. Aber ist nicht schlimm, weil ich habe hier auch noch mal ein paar Löcher, die ich kontrollieren muss. Zwecks Kühe und so. Und ich bin jetzt halt doch am überlegen, ob ich mir vielleicht den Halja-Schild kaufe. Und vielleicht mal ausprobiere, ob ich mit dem Halja-Schild an Mido vorbeikomme. Okay, hier ist schon mal nix. Und wir können halt immer noch mit dem Saft die Hexe
retten. Sofern das am zweiten Tag überhaupt noch möglich ist. Das weiß ich nämlich auch nicht. So, ist hier eigentlich... Hier gibt es auch in der Nacht keine Skultee, ne? Ist als Erwachsener nur. Die Musik ist auch so cool. Okay, was haben wir hier? Okay, hier ist auch mal Majora's Mask. Ah, das müsste ich mir eigentlich auch alles aufschreiben, ne? Ich meine, das dauert eh noch, ehe der Zeitpunkt gekommen ist. Und da brauche ich auch alle Masken und so, aber... Wo ist denn das hier? Hier. Irgendwann muss ich mir das aufschreiben. Dann wird es nämlich lustig. Hat man nicht irgendwo noch was mit Kühen oder so? Gute Frage, nächste Frage. Okay, hier ist das nächste doch gleich. Ja. Bomben habe ich hier leider auch immer noch nicht. Ich hab so scheiß Items, ne? Das ist unglaublich. Da könnte man bestimmt auch was machen, aber ich hab halt keine guten Items. Ist halt einfach so. Habe ich das Schießspiel schon gespielt? Ich kann mich gerade nicht erinnern. Habe ich das hier schon gemacht? Ich glaube nicht. Okay, doch, habe ich. Shit. Okay, was hatte denn eigentlich... Der will Sayas Lied hören. Was hat denn der Deku hier gehabt? Es wäre auch echt geil, wenn wir langsam mal hier eine Flasche bekommen würden, ne? Dann könnten wir auch die ganzen... Erdlöcher mal... Nee. Fairy. Das ist... Auf jeden Fall nichts, was ich haben möchte. Es ist, ich gehe hundertprozentig davon aus, dass die Fee gemeint ist, die einen heilt. Das ist, hat glaube ich nichts mit der Fee zu tun, oder? Ich denke nicht. Schreibt mir da gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, ob das eine normale Fee ist, in einer Flasche, die einen heilt, oder ob das eine Fee ist, die wichtig ist für den weiteren Verlauf. Aber ich glaube nicht. So, hier hat man, glaube ich, auch nichts zurückgelassen. Das wäre ja auch dumm gewesen. Genau, hier haben wir nur Feen. Und was ist das noch? Krabbelkäfer. Ja, die wir halt nicht brauchen. Und Pfeile. Okay. Ja, sorry, Leute, dass ich jetzt nochmal alles abchecke, aber gehört halt zum Randomizer dazu, ne? Dass wir da auch nochmal alles abchecken müssen. Ich werde auch gleich nochmal zu Gronia gehen und werde mir den Schild kaufen. Soll jetzt beschlossene Sache sein. So, was haben wir hier? Ah, okay, da ist der Stein. Wir haben schon mal zwei von den Orten mit diesen Steinen im Wald. Kann man sich schon mal gut merken. Und ich glaube... Nee, nicht da lang. Wir haben irgendwo noch ein Loch. Aber das haben wir schon hier, ne? Oder? Das hat man schon? Oder? Ja. Okay, Wald haben wir abgecheckt. Was können wir noch im Kokiri-Wald machen? Mido wird uns halt noch nicht durchlassen. Gehe ich stark von aus. So. Auf damit. Ah, okay. Das ist das mit dem Bohnenverkäufer. Blablabla. Ich könnte mir da theoretisch nochmal ein Wasser holen. Ich weiß halt nicht, was ich da noch alles schaffe in Majora's Mask. Das ist halt die Sache. Okay, wir haben hier auf jeden Fall auch noch eine Skulltee, die man sich holen könnte. Brauche ich aber einen Boomerang.
Achso, die gibt's hier auch nicht. Ah, gibt's auch nur als Erwachsener. Shit, da bin ich ja schon wieder komplett falsch. Ja, Schild, Leute. Holen wir uns ein Schild als nächstes erstmal, oder? Ich glaube, ja. Dann haben wir Kokiri-Wald komplett abgecheckt. Ja, dann würde ich sagen, wir beenden erstmal die Folge für heute. Also, es ist nicht ganz so viel passiert. Wir haben Brunnen erforscht, haben also alles erstmal mitgenommen, was geht. Ja, zumindest ein Lied, Verrohres Wind, Schlüssel. Ja, geht so. Ich bin semi-zufrieden heute. Ich würde sagen, im nächsten Part geht es bei den Goronen nochmal kurz weiter. Da hole ich mir... Ja, ich würde sagen, wir checken mal kurz nochmal ein paar Löcher aus und ich hole mir mal ein Schild und guck mal, ob ich da beim Deku-Bomb reinkomme oder ob ich wirklich ein Deku-Schild brauche. Das wäre eine gute Frage. Gut, Leute, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zu Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Tschüss!